Willkommen zurück zu Clouds of Sien, beziehungsweise Might und Magic 4. Ja, so wolkig war es so schon lange nicht mehr, denn das letzte Mal war es, kalt, eisig kalt war es. Wir haben nämlich ein bisschen den Südwesten kennengelernt und haben dort was getötet. Zyklopen, irgendwelche Schneebestien und wir haben Winterkill in einer Art von, weiß ich nicht, Deathmatch, Team Deathmatch wahrscheinlich, befreit, indem wir lauter Geister kaputt geschlagen haben. Der wellende drei schlugen wir zu Brei und dann ging es auch schon weiter. Ja, eigentlich nicht, aber fertig. Naja, der Fluch lastet auf uns, der Fluch, der wir machen nur eine Stunde. Aber so ist nun mal. Was sollen wir machen? Was können wir machen? Stufe 21, nee, Folge 21, Stufe 12. Auf Warrior. Die krassen Winterkill-Warrior. Ja, da sind wir, da ist der Chef. Always a pleasure to see you, Ghost Slayers. Genau, wir sind nämlich die Geisterjäger. Und keiner hier ist Sinclair, das ist verdächtig. Ja, wir haben die Waffen alle gewechselt. Warum? Weil es nicht anders ging. Es war einfach nicht anders möglich, denn anders konnten wir die gar nicht töten. Die Basen, gib mir Flashing Longsword, eigentlich Quatsch. Aber wir brauchten irgendwelche Waffen, mit denen wir sie treffen können. Und ohne Sonic-Hellebarde, da sah es mal ganz schlecht aus. Genau, Goldgläbe. Jetzt haben sie alle nur Schrott in der Hand. Und jetzt wechseln wir wieder auf die, obwohl, Sparking, Pike, Beast, Bopper. Klar, war Sparking, also Elektro, schätze ich mal. Das war nötig. So, in der Zwischenzeit ein Blick auf die Karte. Schön, oder? Und wir sind, wo sind wir? Da, wo wir hingehören. Ganz im Südwesten. Oder West-Südwest eher gesagt. Am Nordrand. Nicht der Trilogie, sondern, zum Barbaren. Zu den Barbarenbergen. Ja. Barbaren haben wir auch schon mal bekämpft. Das sind nicht die Oger, nicht die Eistrolle, die jetzt hier. Das sind halt, keine Ahnung, diese lilafarbenen Irren. Nee, Wilden. So. Da müssen wir auf jeden Fall mal hin. Denn wir haben schon den letzten Druidenzirkel, den vorletzten, logischerweise, Druidenzirkel entdeckt. Allerdings fehlt uns noch der für den Winter. Ja. Ach, jetzt sehe ich da auch eine Höhle. Guck mal hier. Troll irgendwas. Und waren die Trolle nicht diejenigen, die das komische Elfenbuch von dem komischen, seltsamen, westlich von Flussstadt gemobst haben? Da müssen wir auf jeden Fall auch mal hin. Ja, heute ist mal Winter angesagt, oder? Weiß ich nicht. Ich hab halt Bock auf Winter. Aber leider, es kann nicht immer Winter sein. Also, wenn es an mir ginge, schon. Aber gut. Wer fragt mich denn? Niemand. So, was haben wir hier noch? Nicht mehr so viel, ne? Läden gibt es hier nichts. Es gab nur den Teleporter. Ach, eine Gilde gibt es hier. Wir können auch heiliges Wort lernen. Ach ja, und wir haben Erfahrungspunkte ohne Ende bekommen. Ach, guck mal, 11.000, 16.000. Ja, ich würde sagen, wir machen noch irgendwie eine Aufgabe und dann gehen wir mal wieder spaßhalber trainieren. Ja, hier ist der Schnee. Hier nicht. Ah ja. Halt, Uhrzeit. Ei, Karamba, 3 Uhr. Und 11 Minuten. Da ist nämlich der Druidenheim. Nee, Druidenheim eher. Da wohnt er nämlich. Die Party muss Pause machen. Ja. Party machen wollen sie. Gibt's doch endlich zu. Diese Lügen müssen endlich ein Ende haben. Ja, ganz im Südwesten. Auf der südwestlichsten Bergspitze. Da sehe ich doch eine wunderbare. Wasser, die Wässer des der großen Magie. Oh, cool and refreshing. Ach so, weil sie wahrscheinlich noch so viele Zauberpunkte haben. Ja, ich verstehe das. 333, das ist eine Menge. Ach, wir können sogar dahin springen. Wir beherrschen mittlerweile die Teleportation, sehe ich das richtig? Sag die Wahrheit. Teleport, jawohl. Könnt ihr auch 29 Mal einsetzen momentan. Dann wären wir da auf diesem komischen Wolkenabschnitt da unten links. Ich wette, das gibt wieder
In jeder, in allen vier Ecken soll wahrscheinlich der Tod drin stecken, ist ja klar. 1, 2, 3, 4. So was machen, Spaß selber. Ich hab noch Bock drauf, ich bin neugierig. Teleport aktivieren. 4. 4 Felder war nach Westen, jawohl. Hä? Die Erdecke. Ja klar. Die Erdecke. Hä? Wie kann das denn sein? Ist doch voll Sci-Fi so, lol. Reflektor aktivieren. Reflektor aktiviert. Okay. 4. Okay. Also wir haben einen... Ja, Reflektor aktiviert. Ist ja klar. Mehr will ich dazu ehrlich gesagt auch gar nicht sagen. Oh, das ist eine krasse Bestie. Wer kann denn zaubern? Hilfe, Hilfe! Wie wär's mit einem Whisky? Less ist schlecht. Ist gut, aber nicht das, was wir brauchen. Genau, Heldentum. Heldentum ist wichtig. Was brauchen wir noch? Heiliger Bonus. Heiliges Kanonenrohr und los geht's. Ach, guck mal hier, der peitschenschwingende Zyklop. Der hat aber stramme Wadeln. Sieh sich das mal einer an. Okay. Tschüss. Zum Glück gibt er jedes Mal wieder aufs Neue leckere... Oh. Leckere Bonbons in Form von... Oh je. Edelstein. Ja gut. Da. Und nochmal eine, damit er auch weiß, dass er das nie wieder macht. Okay. Da sind Wälder. Ein Eistroll. Tja. Tröllchen. Trollis. Gab es nicht so Trollis? Waren das diese komische... Ah ja, diese beschissenen... Was waren das noch? Trolle halt. So komische... Für kleine Mädchen war das doch, ne? So eine... Ach, süß. Die hauen aber echt rein. Dafür, dass sie einfach nur so ein paar Idioten sind. Wo ist denn jetzt die... Ja, das meine ich damit. Ha. Lächerlich. Lächerlich. Wo ist denn die Elemental Protection hier? Benutzen für Elektro oder gegen Elektro. Gerade rechtzeitig. Komm, erstmal den Eistroll weg. Du gehst noch auf den anderen. Und ihr geht wieder auf den da oben. Flail. Oh, du Flegel. Thermal Flail. Oder Thermal Flail. Thermal ist richtig gut. 15 extra Schaden auf den Flegel. Und der hat, glaube ich, 1 bis 15, oder? Nee, bisschen fett. Bisschen viel. Bisschen fett. Flail ist 1 bis 10. Okay, 1 bis 10 nochmal 15 oben drauf. Okay. Okay. 16 bis 26. Kann man machen? Hm. 16 bis 26. Okay, Einhänder ist das auch. Hm. Und sie kann den Flegel tragen. Stahlspeer. Das sind 1 bis 9 und 6. Also 7 bis 15. Okay, leider trifft aber der... Was ist denn mit Stahl? Was ist denn mit dem Stahl? Ja, plus 3 to hit. Mit dem trifft es noch besser. Aber an sich schon mal ganz geil, das Ding. Da war noch mehr, halt so ein Kittel aber noch. Stahl am Umhang. Oh je. Mit Perwoll gewaschen ist der aber nicht. Was? Fuming. Eisen wird zu Stahl. Ist doch nicht mehr heute, wenn ich die Hantel hebe. Venomous Cloak. Komm. Mach mal weg. Weggemüssen, ne? Weil der muss weg. Gut. Dann anziehen bitte. Denn so wie die aussieht, will keiner das Gegenteil erfahren. Alles klar, weiter im Text. Wir sind, ja, hier irgendwo. Da ist aber bestimmt irgendwo die Trollhöhle. Ja. Aha, das ist bestimmt ein Bogenschützenlager. You have stumbled on a camp with targets, strings, feathers and arrows everywhere. It may be the archer's camp, Vern. Ja, ein Lager
mit irgendwelchen Zielscheiben, Bögen, also so hier String für den Bogen halt, die Sehnen, Federn und Pfeile überall. Es könnte das Bogenschützenlager sein, fand ich. Verbrennen? Ja, klar. The flammable materials burn easily. Ja, brennt alles gut. 20.000 Erfahrungspunkte. Ach, jetzt haben wir es doch, oder? 50 Gems auch noch. Die guten Gemmen. Komm, jetzt hau ab. Reicht immer so gerade nicht. Auch ein Charm. Und die geben 10 Edelsteine. Marksman Charm. Ja, wo auch sonst. Wie viel bringt das denn Geschicklichkeit? Wo ist es? Accuracy. Marksman plus 10. 10 Geschicklichkeit. Okay, wir könnten erstmal Sharp wegnehmen. Ach, noch besser. Die trifft er sowieso die ganze Zeit. Jetzt hat sie 41. Boah. Oder wäre das eher was für die unten? Weil die auch ganz gerne mal mitspielen würden. Und eigentlich ist der Schaden ja supi. Und die ist ja total schlecht. Was hat die denn sonst noch so? Hallo. Ja, bisschen Glück. Bisschen Feuer. Pyrrhic ist doch eh nur so ein Witz, oder? Feuer. Pyrrhic. Plus 9 Feuer. Was macht man da am dümmsten? Marksman Charm, Marksman Medal. Ach, die ist zweimal gesegnet. Die hat 20 weniger, wenn sie die nicht trägt. Okay. Ja, und hier ist Kraft angesagt. Quick. Nee, können wir leider nicht machen. Wir sind ein bisschen schneller, aber das ist ja wurscht. Ja, jetzt hat sie es halt. Wer nervt? Von wo? Ach, nee, wir sind ein Dreierblock. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ja. So ist richtig. Großaxt, Großschwertring. Jetzt übertreiben sie aber langsam. Guck mal hier, Ebony Great Axe, auch nicht schlecht. Ebony Ebenholz ist unter Stahl, oder? Genau, 1 unter Stahl. Macht 2 weniger Schaden, aber trifft 1 besser als Stahl. Thermal ist natürlich sowieso super. Lucky. Großaxt. Eine Großaxt, die gut trifft. Okay. Müsste die... genau, er kann das tragen. Ist das besser als die Stahlpike? Oh, jetzt kommt das schon wieder. 2 bis 6. Also macht 5... grundsätzlich schon mal 5 mehr Schaden. Das ist besser. Ein leichtes, ganz leichtes Update. Es bringt ein bisschen mehr. Man trifft mit dem Ebony besser. Macht ein bisschen weniger Schaden als Stahl. 2 Punkte, aber die Großaxt macht 5 mehr Schaden maximal. Das ist nämlich die mit dem meisten Schaden, mit bis 21. Das ist richtig gut. Stielpike. Und die ist, glaube ich, besser als die Goldgläve. Dann können wir das hier gerade mal weitergeben. Ist das nicht krass? Was hat die nochmal? Ja. Hatte mal Stahl, bei der habe ich das nämlich gewechselt. Genau aus diesem Grund. Thermal, Platin. Ja, der Rest passt schon. Das ist doch bestimmt hier das Dungeon, wo das Buch versteckt ist, oder? Okay. Gra, sagen sie. Wo bin ich hier eigentlich? Im Golem-Dungeon. Okay. Im Golem-Dungeon. Ich habe gar keinen Bock auf Golem-Dungeon. Müssen wir gleich mal die Waffe wechseln. Waffe auf silberner Golem Smasher. Okay. Jetzt müssen wir schauen, wer kann hier Licht machen? Ist natürlich Quatsch, aber hier. Wir haben es, also nutzen wir es. Düdel, düdel, dü.
Ich erinnere mich gar nicht mehr, was es hier für Viecher gab. Aber der Boden, gerade diese weiten Flächen, da werde ich ganz schnell an Bodenlöcher, Eröffnungen, wie auch immer, erinnert. A plaque at the base of the statue reads, Home of the Wood. Ach, hier sind die Holzköpfe zu Hause. Ja, natürlich. Zu Hause des Holzes. Na gut, auf die Tür und. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt waren es 7. Jetzt waren es 6. Und gibt jeweils Edelsteine. Das ist nicht schlecht. Aha. Schalter. Ja, natürlich mal merken. Das wird lustig. Aber nicht schwierig. Okay. Wollen wir es einfach mal hier durch den Dungeon. Hier schon wieder eins. Diesen Mistviechern. Okay. Keine Ahnung. Die kennen wir doch aus unserem Anwesen. Da sind sie auch schon. Aha. Ja, bringt aber gar nichts. Wir brauchen Mega-Credit. Ja, ist super. Aber wir brauchen irgendeine Erlaubnis, dass wir einen Keller anbauen dürfen. Ja, nett, aber. Und das waren noch die einfachsten Varianten. Ich weiß noch nicht, auf was ich das hier einstellen muss. Vielleicht. Was im Süden ist, müssen alle auf 6 Uhr gestellt werden. Naja, lass ich mal schön die Finger von. Hier sind wir schon gewesen, okay. Genau, hier ist noch mal eins. Ach, guck mal, das ist auch aufgebaut wie so ein Baum. Kennt man ja noch von Barkman, ne? Was die zwei Dinger da unten sind, ich will es gar nicht wissen. Eieiei, was mag das sein? Gut, das ist Home of the Office. Home of the Stone. Oh, jetzt sind wir schon bei den Steinmenschen. Haben wir jemals einen Steingolem gehabt? Ich glaube nicht. Lass mich raten, die gleichen in. Oh je. Die kennen wir irgendwoher anders noch. Oder ich? Hier ist auch ein Diamant und so. Das ist äußerst ungünstig. Und Diamant ist dann schier unbesiegbar. Das war ein 9 Treffer. Und das Ding lebt immer noch ordentlich. Okay. Golem-Stopper. 2, 3, 4. 7. Zum Glück Schweine langsam. Das hätte mich auch gewundert, wenn die ganz flink wären. Steine. Kann ich die Quader bewegen? Knöpfe. Und diesmal nicht die braunen Holzhebel, sondern tatsächlich. Das ist natürlich scheiße. Das war's mit der Rüstung. Oh Mann, das war wohl nix. Golemstopper können wir jetzt einsetzen. Ich kann nochmal 1 Meter weit wegspringen. Machen wir das zuerst mal. Haben wir ein bisschen Zeit. So, das war's. Gut, gut. Wie viel haben wir denn? Wie viel Uhr? 10 Uhr abends? Passt. Ach, das ist natürlich doof. Und dass es keine Fähigkeit gibt, wie man die wieder. Was mir auch schon aufgefallen ist. Also entweder 8 Stunden schlafen oder nicht. Beziehungsweise 8 Stunden schlafen oder eben einfach durch die Gegend laufen, vielleicht draußen. Da wäre es schön gewesen, wenn man in der Kneipe was trinkt, wenn da jedes Mal eine Stunde rumgeht. Ist mir irgendwie eingefallen beim Beenden. Weil ich ja so selten das Futter in Anspruch nehme. Ich meine, die nehmen sich das Futter ja, glaube ich, auch so, oder? Ich meine, die sind zwar müde und dann nehmen sie sich das wahrscheinlich. 318, ja. Okay, dann. Wollen wir mal Golemstopper gleich mal probieren. Was hat das? War das doch mal. Ach Gottchen. Ich sehe es schon.
210. Macht 150, glaube ich, Schaden an jedem oder 100 oder irgendwie sowas. Aber es frisst wieder jede Menge Edelsteine. Was haben wir denn an Edelsteinen? 243. Kann ich also nur 24 mal einsetzen. Ne, das hebe ich mir für die ganz krassen auf. Die haben mich noch nicht einmal gehauen. Ich habe keine Ahnung, wie doll die zuhauen. Ich habe da so eine Ahnung. Einer wird jetzt zuhauen. Ja. Mit krasser Explosion. So doll hat er zugehauen. Ja, die haben wieder einen unter 100er Bereich geknüppelt. Und auch sie hat durch einen abbekommen. Da bin ich aber gespannt. Das war dumm. Versuche ich nicht schräg vor. Das machen wir anders. So, und ihr bitte den ersten jetzt treffen. Der muss weg. Ja. Bam. Oh oh, 69. Düdüdüdü. Das war ein harter Schlag. Wie hat er? 99, verdammt. Jetzt bin ich wieder über die... Ich mach das so gern bis 100. Aha. Man kann natürlich das Ganze auch ewig rauszögern, indem man immer wegspringt. Das heißt, man macht Schaden, dann ist er genau vor einem, dann springt man zwei Felder weg. Das geht natürlich auch. Das macht man aber nur bei den krassen Gegnern, die einem sonst den Hintern aufreißen. Das sind also Quader, die man öffnen muss und mit genug Kraft. Stone Block. Glowing Rock. Glowing Rock. Ach, die muss ich irgendwie. Ja, die muss ich irgendwie verschieben wahrscheinlich. Wahrscheinlich ziehe ich die dann mit dem Knopf in die Richtung oder so. Oder drücke sie in die andere. Auf die andere Seite. Irgendwie so. Okay, da ist er wieder aufs Maul. Ich freue mich. So, mal aufmachen hier. So, okay. Auf die Tür. Oh, wir leben sogar mal. Ja, wenn ich den Golem-Stopper jetzt einsetze, dann müssen wir zu dritt auf einer Plattform stehen. Machen oder nicht machen? Bless vor allem brauchen wir mal. Die hauen wahrscheinlich gut zu. Und Power Shield wäre auch nicht schlecht, weil die hauen doll zu. Machen Sie mal bitte Power Shields. So krass ist das jetzt nicht, aber man kann ja mal vernünftig agieren. Okay, den können wir rausnehmen. Und jetzt war's. Komm, wir hauen einfach drauf. Einfach drauf. Ja. So, den zweiten. Das wieder auf den ersten. Wieso greift der andere nicht in den Kampf ein? Oder kommt da gar nicht noch mehr? Gut, dann eben so. Ach so, ich dachte, da kommt noch was. Aber das war natürlich ein Irrtum. Hauen ganz schön rein. Die machen körperlichen Schaden, ich verstehe schon. Und die sollen das Buch gestohlen haben? Ich bin ja falsch. Nicht die Golem-Hütte ist das. Ich muss irgendwo eine Trollhöhle finden für das Buch. Das ist hier garantiert nicht richtig. Ja, komm. Als weitermachen. Und wie spät ist es? Ja. Bis die Zeit haben wir noch. Ah, der Golem-Stopper. Ich wünschte, es wäre nicht nur so ein billiger Knüppel, sondern es müsste eine richtig, richtig gute Waffe sein. Von mir ist auch irgendwie so ein... Ja, was soll es denn sein? Speer? Mehr kann der nicht tragen. Ja. Wie haben wir schon? Gegenstände, Quest, Gegenstände 10. Wir haben schon wieder 10 Mega-Credits. Also 5 neue haben wir. Ja. Könnte man alle 3 drücken, dann würden sich wahrscheinlich hier die Steine irgendwie verschieben. 3 von den 6 oder 5 oder was weiß ich. Okay. Was genau ist denn hier Phase? A plaque at the base of the statue reads, solve the wood, it's like a tree. Ach ne,
Cut the branches and return to me. Ach so, da müssen wir die Wege wahrscheinlich versperren. Ja. Das heißt, dann machen wir wahrscheinlich die Tore zu, dann sind die abgeschnitten. Dann wieder zu ihm zurück. Dann als nächstes kommt der Stein. It's full of blocks. Push them around. Expose 6 rocks. Expose 6 rocks. Expose 6 rocks. Less is iron. There is a key. Set the tumblers and you'll be free. Da muss ich die irgendwie so hinschubsen, dass sie exponiert stehen. Und dann das Eisen. Da muss ich irgendwelche... Was sind Tumblers nochmal? Irgendwelche Hebel soll ich einstellen. Das... Was nochmal mit dem Schlüssel? Last is iron. There is a key. Set the tumblers and you'll be free. Achso, da muss man irgendwie die Zahlenkombination eingeben. Im Norden. Okay. Und hier müssen wir die Äste schneiden. Genau. Das heißt, mit Etherealize müssen wir da durchkommen, richtig? Probieren wir es mal. Oh, das ist aber teuer. So, jetzt haben wir die nicht mehr geschnitten. Gehen wir mal zu den Wurzeln, wenn das denn Wurzeln sind. Shit. Ist da noch mehr? Ich soll die Äste schneiden, nicht die Wurzeln. Und nicht die Lerche. Wurzeln schneiden. Das heißt nur die oberen. Ja, da muss ich ja mit dem Etherealize arbeiten. Sonst kam ich da ja nicht mehr raus. Oder wie sonst? Oder ernstlich, was, wenn ich die. Oder muss ich der Reihe nach, muss ich die schneiden? Nee. Ja, wenn ich das mache, bin ich hier eingesperrt. Jetzt habe ich jeden einmal gedrückt. Reicht das? Oh, aufmachen. Aufmachen, Polizei! Solve the wood, it's like a tree. Cut the branches and return to me. Ja, aber... Soll ich mit dem Etherealize? Das sind 40 Edelsteine. Ja, von mir aus. Dann machen wir das mal. Nicht Levitate, sondern Etherealize. Spell failed. Okay. Teleportieren. Okay, Teleporter geht's. Deswegen findet man hier nämlich auch den Teleport-Zauber. Und natürlich wegen der komischen, was auch immer das war. Seltsamen Reflektorschilde, die ich da hochgefahren habe. Oder ist die normalerweise Deflektor? Weiß ich nicht. Weiß ich jetzt auch nicht. So, lieber auf Nummer sicher gehen. Jetzt habe ich die Äste geschnitten, nicht die Wurzeln. Oh nein, ich dachte schon. Ein Fehler, das Licht geht aus. Okay, jetzt sind sie alle mies muschelig drauf, das ist schlecht. Solve the wood is like a tree. Cut the branches and return to me. Habe ich gemacht. Next to stone, it's full of blocks. Push them around, expose 6 rocks. Oder zählt das da unten auch als, das sind die Wurzeln. Jetzt habe ich die Äxte, ja. Dann machen wir doch noch die Bodendinger. Aber das sind doch Wurzeln. Okay. Austeleportieren. Ich muss doch an die Seite, ja. So. War bestimmt falsch. Weil das oben sind die Äste. Das unten sind die Wurzeln. So, die müssen wir rum. Schubsen, auf dass die exponiert stehen. Expose
1, 2, 3, 4, 5, 6. Was genau? Aha. Das sind die ich aufdecken muss. Jetzt sind 2 aufgedeckt. Okay. Moment. Probieren wir es rum oder malen wir es auf? Ich schreibe mir das direkt von Anfang an auf. Also, wie ist das hier genau aufgebaut? Wir haben 3 Stück. Es waren 6 in Reihe. Jetzt haben wir... War da wirklich 2 nach oben hin offen? Hä? Also die 2 von hier unten wurden... Blick's nicht ganz, ich drück's einfach mal alle. Sind hier noch 2 aufgedeckt und hier ist noch 2. Oben, Mitte, unten. Nochmal die obere. 2. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah! 6. Okay, das war's schon. Ich soll doch zu ihm zurückkommen, hieß es. Ich glaube, das will er gar nicht. Home of the Iron. Home of the Iron, ja. Ei, ei, ei. Da müssen wir auf jeden Fall mal ran jetzt hier. Bless. Bless. Heroism. Und jetzt haust mal Holy Bones. Was fehlt noch? Power Shield fehlt noch. Ich kann mir vorstellen, dass bei denen Power Shield ganz günstig kommt. So, mal auf. 1, 2, 3, 4. Daneben. Aber nette Geräusche. Kling. Ich würde gerne den Golem-Stopper einsetzen, aber vielleicht erst, wenn alle dabei sind. Wir können so eine Dreierbatterie haben. Kann er denn mit dem... Wie viel hat er denn noch? Golem-Stopper. Das muss ich wieder lohnen, das Golem-Stoppen. Ja, die sind nämlich ziemlich heftig. Genau, ein paar Mal einsetzen hier. Die spaßige Geschichte. Das heißt, hier ballern. Wenn ich da vorgehe, sind es nur 2. So kämpft nur er. Wir schießen mal auf die beiden. So. Immer gehauen. Jetzt kommt der Rest dazu. Jetzt gibt's Haue. Keine Ahnung, wen ich jetzt gerade angegriffen habe. Wir gehen mal auf den ersten weiter los. War schon wieder schlecht. Golemstopper. Ach, nur auf einen. Okay. Kling. Glöckchen. Klingelingeling. Okay, Feuer. Verdammt. Stopp den Golem. Sehr gut. Schlecht. Minus 60. Boah, Junge, Junge. Okay, minus 60. Ich würde gerne, dass sie die Erfahrungspunkte... Ach komm, die hier sowieso so viel. Ich kann mal zugucken. Boah. 30 Edelsteine. Ei, 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 ei. Okay. So. Erste Hilfe ist vonnöten. Wobei, da ist auch zweite und dritte vonnöten, so wie die kaputtgeschlagen wurde. Aber es war ja klar, dass die mit ihren Eisenfäusten hier so richtig schön reinhauen. Und da gibt es bestimmt noch bessere. Schon gibt es doch tatsächlich irgendwann so eine Luft oder so eine Erz und so eine Feuer und so eine irgendwas anderes. Wasser natürlich, Sphäre oder sowas. Ach guck mal, sie hat auch nur noch 57. Müssen wir mal gegenhalten. Sind voll aufgepowert, nehmen 11 weniger Schaden und trotzdem ganz, ganz, ganz übel verdroschen worden. Ei, 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 ei. Ganz unangenehm. Aber bestimmt noch mehr. Die Barbaren sind auch losgegangen. Alle, die nicht so viel Rüstung haben, wurden sofort verhauen, oder?
So oder so ähnlich sieht es zumindest aus. Okay. Versuchen wir mal, hier ans Maximum zu gehen. Ich habe nicht die Befürchtung, dass da gleich noch mehr kommen von der Sorte. Und die können halt echt zuhauen, die Leute. Ja, hätte ich mal vorher machen sollen mit dem Golemstopper. Auf Distanz. Und nicht erst warten, bis sie auf einem Feld sind. Ich dachte, das geht auf alle los. Auf eine Gruppe von Golems. Aber weit gefehlt. Die Gruppe der Golems ging auf mich los. Wer hätte das geahnt? Boah, das dauert immer ewig in 3 Tage. Ich versuche es ja schon durch dummes Geschwätz in irgendeiner Form schmackhaft zu machen. Muss ich denken, boah, geil, da gucke ich gleich noch mal eine Stunde zu, weil es so geil ist. Okay, was wollen die hier genau? Ach, die Tumbler wollen sie. Die muss ich richtig einstellen, ja. Das geht so wahrscheinlich nicht auf. Okay. Okay, welchen... Ach Gottchen. Ist das hier so eine Art von Gangschaltung? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Links oben, dann links unten, oder? Dann rechts unten. Verdammt. Wie muss ich die hinstellen? An, aus. Keine Ahnung. Oben, unten, oben. Wahrscheinlich kriege ich jedes Mal eine gelangt. Wer öffnet? Keine Ahnung. Chef. Schon wieder falsch. Mal die äußeren nur. Okay. Wer öffnet? Niemand. Jetzt mal das genaue Gegenteil. Jetzt mal nur die beiden in der Mitte. Ich sehe nicht, welche Kombination das sein könnte, ehrlich gesagt. Verdammt. Was haben wir jetzt? Wir haben nur die zwei in der Mitte. Nur die zwei in der Mitte. Jetzt haben wir die zwei... Oben 2 und 3, unten 2 und 3. Ach, der Weg. Guck mal. Ah. Sieht man wieder nichts. Ja, der Weg war... Der war doch schon mal freier. Verdammt. So, das öffnet den ersten. Das war schlecht. Himmelarsch, was hat denn das für einen Schaden gemacht? 150? Der Weg ist frei. Okay. Sich nichts? Nichts geändert. Hier muss ich nicht durch. Wizards Eye wäre jetzt mal sinnig. Oh Mann, jetzt muss ich wieder... große Heilung starten. Ja. Das heißt, mit den 6 mache ich hier irgendwelche mal hoch, mal runter. Wieso hat das gerade gar nichts gebracht? Ach, weil es dahinter ist. Das heißt, das ist unten rechts ist einer der letzten. Also doch der letzte Gang quasi. Das heißt, wir probieren mal andere aus. Den habe ich schon. Probieren wir den mal aus. Das öffnet hier einen Gang. Soweit. Soweit, so gut. Ach, ich kann es auf der Karte jetzt sehen, oder? Ah ja. Das macht den oben nach oben und unten. Ne, das ist rechts oben. Ist der rechts oben? Jetzt ist er weg. Jetzt ist ein Weg frei. Hier unten. Jetzt ist ja noch. Jetzt ist rechts oben ein Weg frei. Komm ich da weiter? Jein. So, wer ist dafür verantwortlich? Das hier? Sehe ich nicht.
Scheint noch nichts zu bewirken. Das heißt, den allerersten Mal vielleicht. Jetzt sehe ich wieder nichts. Hervorragend. Gut, der erste macht den Eingang zu. Der ist wichtig. Der muss bleiben. So, unten links. Ah, durch, oder? Ich glaube, jetzt mal... Ei, jetzt mal im Arsch. Golemstopper. Okay. Nochmal. Stirb. Du Hund. Jawoll. Das ist echt eine Menge Material, das wir verbrauchen. Wir haben mal 300, komm. Wir müssen nicht immer so geizen. Haben wir denn noch mehr von den Golem-Stoppern? Nein, der nicht. Nee, das ist wahrscheinlich so eine reine... Oh, so gut wie kaputt. Klar. Muss mir noch mal eine verpassen. Was ist da besser? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Oder einmal Golem-Stopper. Okay, da haben wir sie wieder. Ach so, ich kann einmal für Umme quasi, kann ich da drauf zaubern. Teleporter. Tür auf. Oh oh. Was wird das denn fertig ist? Ah, Belohnung. Sehr gut. Da haben wir schon 11. Wo bekomme ich denn die Erlaubnis her? Oh oh. Wo bekomme ich die Erlaubnis her zu unterkellern? Wen muss ich da schmieren? Weiß ich nicht. Knopf drücken. Nee, Schalter umlegen. Falsch. Also vielleicht muss ich wieder zurück. Ist das der Anfang? Nein. Wir gehen nach Süden. Okay. Süden. Ach so, jetzt ist hier offen. Okay. War das vorher auch schon? Ja, ja, ja. Das ist die Rückseite, klar. Vielleicht müssen wir echt mal eine Meldung machen. Chef, wir haben die... Was auch immer. Apply the base, statuary. Solve the wood, it's like a tree. Cut the branches and return to me. Next is stone, it's full of blocks. Push them around, expose 6 rocks. Ist gemacht. Last is iron. There is a key. Set the tumblers and you'll be free. Last is iron. There is a key. There is a key. Alright. Müssen wir hier noch mal ganz kurz ran an den Speck. So, was ist das hier? Führt mich das jetzt zurück? Quatsch, in den Raum nicht. Dumm. Also Süden haben wir. Probieren wir mal Westen. Westen führt mich hier hin. Okay, ich weiß nicht, ob ich das machen muss. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe einfach mal die Wege einfach jetzt so ab. So. So und nicht anders wird's gemacht. Halt. Osten. Tja, mit Osten bin ich jetzt hier drin. War das richtig? War das falsch? Keine Ahnung. Osten. So, mal zum nächsten Spaß. Jetzt fehlt noch Norden. Und Norden ist die andere Seite dieses komischen Dings. Okay. Ich habe schon alle 6. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind 6 Stück. Das müsste es eigentlich sein. So, it's like a tree, get the branch. Cut the branches and return to me. Cut the branches. Jetzt drücke ich nochmal auf das lustige Knöpfchen. Aber ich wüsste nicht. Computer sagt nein. Westen war das, glaube ich, ne? Falsch.
Falsch. Cut the branches. Alright. Probieren wir das mal. Vorher drücken. Speichern wir nicht. So. 1, 2, 3. Okay, kann ich. Ist auch egal. 2, 4, 7. 7. Zaubern. Das war mir richtig gewesen. Ist egal. Solve the wood is like a tree. Cut the branches and return to me. Next stone is full of blocks. Push them around. So 6 rocks. This is iron. There is a key. So the timbers and you'll be free. Haben wir doch gemacht. Wir haben die eingestellt, sind durchgekommen. Sind bis zum Ende durchmarschiert. Jetzt habe ich alle geschlossen. Aha. Also, ja, das sind eigentlich Wurzeln. Da hätte man auch sagen können: Cut roots and branches. Return to me. Das wäre vielleicht sinniger gewesen, oder? Shit. Okay. Jetzt hätte ich vielleicht mal ein Nickerchen machen sollen. Pech gehabt. Dann muss es ohne gehen. First Aid, was haben wir denn? Fireball. Okay. Wegspringen ist nicht. Dann wird erstmal vernichtet. Dann dürfen wir nochmal schießen. Okay. Ein frischer Eisengolem. Toll. Toll. Ihr haut auf jeden Fall mal zu. So. Golemstopper kann ich mir nicht mehr leisten. Doch, kann ich. Natürlich. Golemstopper 7, zack. Bam. Oh, sie verfehlt mit ihrem Golem-Vernichtungsapparat. Fireball, Sparking, Shred Metal, Holy Words. Ja, dann hauen. Ei, caramba. Shred Metal Beacons. Nee, hauen. Okay. So, ich weiß nicht, ob da noch mehr kommen. Ich bereite mich mal darauf vor. Ich gehe mal davon aus, da kommt noch was. Und das war nicht die allerletzte Fuhre. Das ist ja ein nettes Dungeon hier. So, 70. Oh Gott. Jeder, der verhauen wird, für eine. Ach nee, das waren die Fallen, genau. Elektrofalle hat gut reingehauen. Und die andere Geschichte, die wird bestimmt verhauen. Hat die Faust abbekommen, die stählerne Eisenfaust. Was? Es wird noch ein. Also ein Diamant, weiß ich, gibt's die noch. Aber ich weiß nur nicht, ob das hier schon der Fall ist oder ob das erst bei World dazugepackt wurde. Gab's die beim Fünfer? Ich erinnere mich nicht. Und wenn, dann höchstwahrscheinlich in diesem komischen. Haben wir die jemals gemacht? Glaube nämlich nicht. Wir konnten die nicht machen. Weil wir nur ein Paladin hatten, genau. Wir konnten das nicht überleben. Oh Gott, hoffentlich gibt es eigentlich 10, ne, Trials sozusagen. Da ist er. Scheiße! Das ist der komische Vogel. Und ich kann nicht ein einziges Mal. Nein. Jetzt geht's haue. Jetzt gibt's haue. Monster Finding brauchen wir nicht. Mach mal, identifizier das Vieh. 1000 Trefferpunkte, 40er Rüstungsklasse, kann zweimal angreifen und bricht meine Waffen. Broken. Oh. Okay. Ja, alle mal ganz schnell die Bögen ablegen, dass die wenigstens heile sind. Okay.
Die hat das nicht, das Problem. Okay, wir können treffen. Macht die Waffen kaputt. Das ist schlecht. Wow. Macht die Bürger kaputt. Haben wir Power Healing oder sowas? Acid Spraying, Holy Words, Time Distortion, Heroism. Ei, was machen wir da? Kannst du Heilung? Ja, ich hoffe es. Aber nur die Standards. Billig Heilung oder kannst du Power? Suppressed Disease Spark. Shit. Was machen wir da? Jump. Cure Wounds. Dragon Sleep, Power Curing. Power Curing könnten wir mal versuchen. Wir müssen draufhauen. Und wir müssen treffen. Energy Blast, Toxic Cloud. Energy Blast. Der nächste. Okay, jetzt muss ich gleich nochmal laden. Ja. Okay. Nee, so nicht. So haben wir nicht gewettet. Okay, dann anders. Also, Heroism benutzen. Heiliger Bonus für mehr Schaden benutzen. Was tun? Holy Words funktioniert hier nicht. Oh, Firefly, sowas müssen wir gleich mal einsetzen. Power Curing, Shred Metal, Blessing, Power Shield, ganz, ganz, ganz wichtig. Ach, Shielding, irgendwas mit Off Shielding haben wir noch. Irgendwas mal mit Shields. Wo ist es? Shielding. Rod of Shielding. Verdammt. Ich glaube, hier muss ich raus und dann in einer Tour mit höherer Level oder sowas nochmal ran. Achso, Licht können wir auch Spaß halber machen. Wo war das nochmal? Hier. Wand of Light. Wegspringen könnten wir. Die Mies-Taktik. Die Frage ist, wo ist er? Da ist er. Okay, dann müssen wir aktiv vor ihm fliehen. Wieso habe ich denn 22 Treffer? Zauberpunkte. Okay. Lustig wird's. Sprung hat die gelernt, ja? Sehr gut. Er ist hinter mir. Zwei Felder. Wir springen. Okay. Feuerball. Lightning Bolt ist ein Ziel, glaube ich. Müsste klappen. So. Wartet. Hinter mir. Hoffentlich kommt der... Er läuft mit der. Gut, mies Taktik. Ich hoffe mal, das bringt tatsächlich was, was ich hier mache. Schadenstechnisch so. Beim Nahkampf ungünstig. Ja, ich könnte auch wieder raus aus der Hütte. Das ist jetzt ungünstig. Müssen wir irgendwelche Gegenstände benutzen. Okay, Frostbiting, Fireballs, Shred Metal, Sleeping. Frostbite. Incinerate, sowas hätte ich gerne.
Haben wir nicht, ne? Time Distortion, Beast Control, Power Curing, Fists. Flying Fists, totaler Quatsch. Okay, Sparking. Hier, Fire Flail. Das müsste auf eingehen. Okay, Nummer 3. Das war schlecht. Deadly Swarm, Energy Blast. Okay. Er hat keinen getroffen, das ist gut. Alle mal kurz die Waffen. Zumindest die Fernkampfwaffen wegpacken. Und die hauen ja erstmal sowieso nicht drauf, oder? Werden aber wahrscheinlich getroffen. Legt alle mal eure Waffen ab. Ja, mit ihr muss ich so draufhauen. Vielleicht. Ja. Golem. Stopper. Trifft natürlich nicht. Spark. Okay. Fire Flails. Okay, was machen wir jetzt? Dragon Sleep bringt nichts. Frostbite, Fireball, Schrapnell. Trifft. Verfehlt. Shielding, Light, Monster Finding, Deadly Swarms, Energy, Toxic Clouds, Energy Blasts. Ei, 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 ei. Ist nichts kaputt gegangen, ne? Die war schon kaputt. Das gehört so. Toxic Cloud Pain. Habt ihr was? Momentan was Sinnvolleres vielleicht? Was richtig reinhaut bei euch da drüben? Holy Word, Toxic Clouds, Power Cure. Nee. Fists. Ja, Cold Ray hätten wir noch. Ja, Pain ist ja totaler Quatsch. Shelter, machen wir doch. Komm. Horn of Cold Rays. Choose an item in combat. Achso, ja klar. Benutzen die neuen, bitte. So. Ich hoffe, dass es da was bringt. Jedenfalls super für die Wirtschaft. Feuerball. Feuerball, ja. Oh, sehr gut. Oh, noch besser. Stirb, du Schweinemann. Energie. Sehr gut, nicht getroffen. Cold Rays. Feuer. Nochmal feurige Legel. Halt. Wir hatten eine schicke Zahl. Sie vielleicht, wenn sie es überlebt. Sie hat quasi knappe 80.000. 680.000. 680.000. Oh Mann. 680.000. Aha! 680. Okay, 4.000 gab das viel. Boah. Unangenehm, sage ich mal. Hoffentlich gibt es da nicht noch eins von diesen Kackviechern. Eins reicht. Okay. So, was steht hier? A plaque at the base of the statue reads Home of the Diamond. Ja, das ist mir auch schon mal aufgefallen. Scheiße! Oh, shit. Jetzt fehlen die ganzen, ja, die ganzen guten Zauber. Cold Ray. Ach du Scheiße. Fiery Flail. Ich dachte, das sei es jetzt gewesen, aber das war wohl nur der Anfang. Feuerbälle immer gut. Bitte treffen. Vielen Dank. Das war wichtig. Energie Blast. Ja, es war klar, dass sie weg ist. Aber noch lebt sie. Okay, Feuerball-Juwel. Und hier auch Feuerbälle, ne? Oder Shrap Metal. Nicht so gut. Deadly Swarms ist, glaube ich, auch ziemlicher Schrott. Ja, gibt ja mal was Sinnvolles. Ach Gottchen. Thermal Flail, ja. Cold Rays übernimmt er. Nutze nun die Macht der Kälte.
Und wieder eine weniger. Oh oh. Hauen. Treffen, hätte ich gleich noch sagen sollen. Treffen wäre super. Oh oh. Das war vielleicht notwendig. Verdammt, ich hätte den Kampf eigentlich... Ich habe mich verklickt. Ich habe mich eigentlich aber verklickt. Ich wollte... Was habe ich denn jetzt gedrückt? Genau, ich habe die 7 hier. Whistle of Time Distortion habe ich gedrückt, statt Horn of Fury Flails. Fiery Flails. Scheiße! Ja, hätte ich auch weitermachen können. Ach, Göttchen. Okay, hier geht's also hart auf die Schnauze. Das ist ja herzallerliebst. Okay, hier gibt's noch weitere. Oder ist es nur dieser eine Raum? Ja, da müssen wir wiederkommen. Es ist wirklich nur noch dieser eine Raum. Ja, ja. Das Problem ist, wenn ich das eintrete, dann geht's halt direkt los. Und dann tritt er bei mir mal ein. Ich muss da auch durch. Ich muss mehrere von denen bekämpfen, oder? Ich fliehe aus dem Kampf. Ja, mehr kann ich nicht machen. Komm. Wenn es der letzte ist, dann will ich mir nichts gesagt haben. Okay, nochmal. Okay, damit komme ich klar. Weil draufhauen bringt bei dem Vieh nicht so viel. Hau mal alles raus, was ich habe. Mit den Feuerbällen fangen wir an. Alles, was schön Aua macht. Hoffentlich. Ach, jetzt brauche ich mir den schweren Zauber. Ich habe den aber nicht. Oder geht das, weil es ein Erdelementar ist? Kann ich das überhaupt nutzen? Ich weiß es nicht. Oh oh. Old Race. Solange sie noch steht. Nicht mehr lang. Mhm. Shred Metal. Ich meine, das. Wir treffen ja. Also könnte es tatsächlich helfen. Toxic Cloud. Weiß ich nicht. Was haben wir denn noch? Toxic Cloud. Procure. Da war noch irgendwas Sinnvolles. Nee, doch nicht. Beast Control. Das ist bestimmt keine Bestie. Die kann 6-mal schießen. Nehmen wir Horn of Sparking. So, wir nutzen Horn Elektro. Das sind Cold Rays. Hier natürlich der Flegel. Oh je, das ist ein Flegel. Frostbiting vielleicht? Oh, das ist ein neuer Zauber. So ein krasser ist das. Elektro. Oh, die ist weg vom Fenster. Okay. Fiery Flails. Nutzen. Frost. Bitte treffen. Verdammt. Ich hab doch bitte gesagt. Mieses Schwein. So. Wäre doch wenigstens mal rot vor Scham. Nee, dann hat das tatsächlich was gebracht vorher mit den Blitzen. Ich hätte mal ein Nickerchen machen sollen. Scheiße. Und diese Golem-Stopper-Geschichte, die macht ja auch gut Schaden. Horn of Sparking. Okay. Nicht schon wieder. Nein. Noch ist es nicht Zeit. Sparking. Hier. Immer noch nicht im roten Bereich. Ey, das gibt's nicht, was das scheiß wie aushält. Gut, dass ich die immer mitgenommen. Ah! Komm bitte. Verdammt! Sparking! Sparky! Komm! Wo ist mein Sparky? Feuerball. Krasse Verschwendung. Scheißegal. Benutze. Shit. Sparking. Sehr gut. Daneben, Trottel. Feuerball. Und? Verdammt. Nein! Trefft ihn doch bitte. Wir können auch Power Cure benutzen, oder? Minus 38, da ist die Waldtraut wieder da. Probieren? Nee. Das muss jetzt so gehen. Hoffe ich.
Toxic Cloud, Deadly Swarm, Deadly Swarm, Toxic, Toxic. Oh. Wir leben. Noch leben wir. Ey, wenn da jetzt noch einer kommt. Nee, zum Glück kommen noch zwei. Oh, Scheiße. Ich kann nicht gegen zwei gleichzeitig kämpfen. Nee, das geht nicht. Das müssen wir anders machen. Wir müssen fliehen. Wir kommen hier, glaube ich, wieder rein, oder? Durch den Teleporter, ja. Müssen wir mit höherem Level und sowas kommen und viel Zauberkraft und so Geschichten. Wir müssen fliehen. Das ist zu heftig. Wer hatte es denn? Time Distortion oder geht es nur im Kampf? Das weiß ich nicht. Müssen wir jetzt leider testen. Whistle of Time Distortion. Ah, sehr gut. Ah, schnell weg hier. Schnell in die Heimat. Jetzt bitte nicht nerven. Ich kann hier nämlich gerade nicht kämpfen, weil ich keine Sachen habe. Ach, das... Mir ist das aber unangenehm. Kommt trotzdem lieber hier, dann können wir wieder schicke Sachen einkaufen. Okay. Ja, Naturheilkunde, ganz wichtig. Wer konnte denn... Wer hatte noch was? Waltraud hat noch Zauberpunkte. Dann hole erstmal sie wieder. Nee, das geht nicht. Was hat sie noch? 21, ja. Wir müssen Erste Hilfe, wir müssen sparsam sein beim Wiederbeleben. Wieso? Muss ich eigentlich gar nicht. Ich muss einfach nur einmal schlafen. Boah, das sind ja üble Drecksviecher. Aber ich wusste doch, dass da irgendwas noch war. Mit diesen stinkenden Viechern, ey. Aufleveln ist wahrscheinlich auch wieder angesagt. Ne, müssen wir auch machen. Klar, erstmal natural... Einen Level weiter. Street und Fighten. Okay. Absolut. Good job. Sauer. Alle sind wieder Meter weiter. Das ist wichtig. Da zählt mich jeder Level. Genauso wie, so der Schutz, ne, mit was auch immer. Und sind alle wieder voll da. Das ist natürlich auch toll. Okay, das war hart. Hello, travelers. Ja, hallo. Thank you. Lead monsters away from treasures and then teleport back. Oh. Stimmt, teleportieren. Auch eine Idee, aber im Kampf geht das nicht. Da muss ich mich dann leider geschlagen geben. Roland took the keys to two of the towers and the stone to one of the dungeons. Wenn hier irgendwas... Also der Roland hat zwei Schlüssel. Aha. Zwei Schlüssel für Türme. Okay. Und irgendein Stein in Dungeon. Naja, gut. Das war's. Harter Kampf im Golem-Dungeon. Das heißt, wir müssen uns vorbereiten, das nächste Mal fett gepanzert da reingehen. Eine möglichst sinnvolle Route mitnehmen und dann ja, taktisch vorgehen. Dann schnell ins Dungeon, schnell da durchrennen. Denn da warten zwei Diamantdämonen. Ach so, Waffen müssen wir wahrscheinlich auch noch reparieren. Naja, beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Might Magic 4, Clouds of Zin. Ich danke fürs Zuschauen. Sage bis zum nächsten Mal. Goodbye.